Freunde der großen kleinen Bahn. Ich war mal wieder in Wurzen. Naja, ich weiß nicht, ob das Ausstellung war oder ob sie sich da bloß getroffen haben, die Kollegen. Wir haben hier wieder Bilder von, naja, von der Großbahn. Die ist ja, naja, auf Grundlage von LGB und Pico, ne, mit diversen Eigenbauten, die also hier da noch gefertigt wurden von den Kollegen. Die Bilder möchte ich euch in dem kurzen Video jetzt nicht vorenthalten. Ja, hier steht alles ein bisschen voll. Das ist, ja, naja, da halt eine Fahrzeugausstellung. Es ist aber auch so, dass man da auch noch was fahren lassen kann. Dann gibt es ja die H0-Modulanlage, wo hier, weiß ich nicht, ob es das neueste Schätzchen ist, ne? Also Schorsch ist hier unterwegs. Die Lok steht heute in Sinsheim und gehörte, na, wie die 18201, die es ja von Rocco gibt in H0, zu den Testlokomotiven der Reichsbahn, mit dem man versucht hat, dann, oder nicht nur versucht, ne, man hat es also auch gemacht, mit dem man also die Wagen getestet hat, die also etwas schneller fahren sollten für den Export, als das auf den Reichsbahngleisen sonst üblich war. Na, dafür hat man ja zwei Lokomotiven aufgebaut. Das war eine ehemalige 4H der Badische Staatsbahn, die man hier modernisiert hat. Und ja, da irgendwelche Testwagen hier hinten dran. So genau kenne ich mich da nicht aus. Und das Signal geht wieder auf HP0, wie sich das gehört, wenn der Zug vorbeigefahren ist. Dann haben wir hier noch eine schöne Szene mit dem Schienenbus. Ja, die sogenannte Ferkeltaxe, wie sie zu DDR-Zeiten genannt wurde. Ja, Schienenmaterial hier auf der Modulanlage ist Trix-C-Gleis. Ja, für mich ist das immer ein bisschen schade, um das einzuschottern, weil es eben ziemlich teuer ist. Aber es ist, sagen wir mal, leicht zu handhaben. Aber naja, ist eigentlich aus meiner Sicht, hat es ja schon ein paar Mal erzählt, das ist das beste Teppichbahngleis der Welt. Aber für solche Sachen hätte ich jetzt was anderes genommen, aber das muss ja jeder, also die Entscheidung muss ja jeder selber treffen. Der Kollege hatte schlechte Erfahrungen mit dem Tillich Elitegleis, weil da seine amerikanischen AP25-Loks nicht drüber gekommen sind. Warum auch immer. Hier haben wir eine schöne Ernteszene dargestellt. Ja, ich würde jetzt mal vom Fahrzeug her sagen, Epoche 6. Ne? Ich habe also da nicht so viel Ahnung, was die Landwirtschaft angeht. Hier haben wir noch einen schönen Teich mit, wenn ich richtig geguckt habe, mit Seefolie. Und den leider unverzichtbaren weißen Stein, die ich immer im Vorbild ein bisschen kritisiere. Denn der Volkspolizist, der hier, na, sieht ein bisschen aus wie Tanz, aber der weist hier den Fotografen zurecht, dass er nicht zu fotografieren hat, wie das in der DDR üblich war. Na, durfte da ja, das war ja alles geheim. Na, also da sind ja amerikanische Satelliten drüber geschwebt, aber man durfte nicht fotografieren, weil alles geheim ist. Ja, Gebäude im Hintergrund sind typischer DDR-Urlaubs-Bungalow. Na, kennen wir da von diversen FDGB-Ferienreisen. Das ist hier so eine Schmalspurbahn. Das weiß gar nicht, das war glaube ich auch auf der Anlage, das weiß ich nicht mehr. Ach doch, ja, da ist ja der Bungalow im Hintergrund. Ja, die Pioniere, Quatsch, die FDJler, die jetzt hier, ein guter Pionier ist auch dabei, oder eine Pionierin, die jetzt hier, keine Ahnung, Fahnenappell oder was auch immer machen, das ist ja was, was ich heute nicht vermisse aus der DDR. Das ist eine N-Anlage, die macht dort die Jugendgruppe, ist auch noch nicht so ganz fertig, na, also da gibt es noch ein bisschen Arbeit.
Hat sich aber seitdem ich das letzte Mal gesehen habe, also deutlich was getan. Ne? Also es ist nicht so, dass die jetzt hier jahrelang nichts machen. Das ist irgendeine, wurde mir gesagt, irgendeine Privatanlage, die da hingekommen ist. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt richtig erzähle, aber da kann man mich ja in den Kommentaren korrigieren. Also hier ist auch noch viel zu tun. Ja, ist so typische Heimanlage, ne? So von der Größe her. Hier haben wir nochmal die Schmalspuranlage. Gewässer an sich nicht schlecht, aber es ist eben sehr gemein, ne, vom Material, wenn es dann reißt. Es ist sehr, sehr undankbares Material. Es gehört sich so nicht. Ne, also es ist natürlich richtig schade. Ne? Weiß ich gar nicht, ob man das hier einfach wieder zukriegt. Weil die Ecke wird ja bleiben, ne, wenn man das zuspachtelt. Und dann muss man den Farbton treffen. Also ja, ich weiß, das ist ein bisschen schwierig. Weiß ich nicht, ob ich mir das zutrauen würde. Die Anlage, hier hat sich natürlich auch viel getan. Die hatten sie ja noch, als sie noch Bestandteil der Gruppe, der Modellbahngruppe in Tara waren. Da habe ich also diese Anlage zumindest im Rohbau schon gesehen. Mittlerweile ist hier deutlich vorangeschritten und der vordere Teil, von dem ich dummerweise kein Foto gemacht habe, ist also neu dazugekommen. Da ist also noch so ein BW dran. Na, hier ist auch alles sehr, sehr zugestellt. Ja, und mit dem Bild, wir sind jetzt wieder bei der Großbahn, bei diversen Selbstbaumaschinen, zumindest die hier jetzt stehen, die dahinter, da ist das eine oder andere wahrscheinlich dann doch irgendwie Großserie. Ja, mit den Bildern möchte ich mich jetzt wieder verabschieden von dem kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und dann wünsche ich euch einen schönen Abend und macht was draus.